Ferdinand Franz Wallraff, der Ende des 18. Jahrhunderts der letzte frei gewählte Rektor der Universität zu Köln war, sammelte leidenschaftlich gerne. Zu seinen Sammlungen, dem Wallraffianum, gehörte neben Mineralien, Präparaten, Gemälden, Skulpturen, Urkunden und Handschriften auch eine umfangreiche Bibliothek. Die Buchbinderei der Universitäts- und Stadtbibliothek hat bereits vor einigen Jahren eine erste Notsicherung stark defekter Bände der Sammlung Wallraff vorgenommen. Nun kann die Sammlung durch die Einwerbung von Fördermitteln umfassend geschützt werden. Aufgabe der Buchbinderei ist eine Erstreinigung, Schadenserhebung und Neuaufstellung der ca. 10.000 Bände. Die Bücher werden von dem Regal zum Arbeitsbereich transportiert. Hier werden sie zunächst mit Sicherheitsstaubsaugern und Spezialtüchern gereinigt. Dafür wird der Einband sowie die ersten Seiten vorsichtig abgewischt. Die Bücher werden außerdem auf Schäden hin untersucht. Gibt es Handlungsbedarf, wie Reparaturen, so wird das auf verschiedenfarbigen Streifen gekennzeichnet. Die Markierungen enthalten auch weitere handschriftliche Informationen, wie etwa defekte Bücher, die 3 cm Buchdicke überschreiten. Diese erhalten eine extern angefertigte, passgenaue Archivbox und werden mit roten Streifen markiert. Hinzu kommt das Verzeichnen von Provenienzen und besonderen Einbänden. Besitzvermerke, zum Beispiel aus dem Jesuitenkolleg Köln und anderer Klöster, sind wichtige Nachweise für die Provenienzforschungsprojekte der USB. Anschließend werden die erhobenen Daten mit den Listen, die den Bestand der Sammlung verzeichnen, abgeglichen. Daraufhin werden die Bücher neu aufgestellt. Ab und an ist auch ein Buch mit Schimmelschäden in der Sammlung vorhanden. Dieses wird begutachtet, verpackt und zugeschnürt, um andere Bücher vor der Übertragung von Schimmelsporen zu schützen. Besonders wertvolle und restaurierungsbedürftige Bücher werden in externen Werkstätten bearbeitet. In der Buchbinderei laufen Vor- und Nachbearbeitungen der Magazinarbeiten. Säurefreie Materialien werden zugeschnitten und zu Hilfsmitteln verarbeitet, die dem Licht- und Abriebschutz der Buchoberflächen dienen. Interimsbände mit geschlossenen Lagen werden händisch aufgeschnitten und zusätzlich mit einem Spezialschwamm gereinigt. Umgeknickte Seiten werden vorsichtig mit dem entsprechenden Werkzeug geglättet. In einigen Fällen werden zudem Mappen und Buchschuhe angefertigt. Jedes einzelne Buch wird mehrfach in die Hand genommen und überprüft. Der Aufwand zum Erhalt der Sammlung ist ein regelrechter Kraftakt. Die Bearbeitung wird zusätzlich zu den laufenden Aufgaben der Buchbinderei gestemmt. Reparaturen, kleine restauratorische Arbeiten sowie das weite Feld der passiven Konservierung schließen sich als Folgearbeiten für die Buchbinderei an. Viele Bücher der Wallraffschen Sammlung konnten schon gerettet werden und warten darauf, in weiteren Forschungsprojekten zum Einsatz zu kommen.